Jo meine lieben Freunde, willkommen zurück zum nächsten Tipps und Tricks Video zu Tekken 7. Heute geht es weiter mit den Anpassungsmöglichkeiten zum Charakterdesign als auch zum Spielerdesign. Und am Ende gibt es noch einen ziemlich interessanten Tipp, deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Und ich gebe jetzt am besten das Wort weiter an den guten StarQuest. Jo Leute, und zwar machen wir heute weiter mit der Spieler- und Charakteranpassung. Als erstes gehen wir auf die Spieleranpassung ein. Und zwar kann man dort verschiedene Sachen einstellen. Als erstes gibt es den Titel. Dort kann man verschiedene Sachen, verschiedene Sprüche oder andere Dinge einstellen. Zum Beispiel jetzt Gigazähmer, Gott der Zerstörung und so weiter und so fort. Und als Hintergrund kann man eben hier noch eine Tafel auswählen. Auch nach Belieben, was man haben will, was man schon freigeschaltet hat. Kann man eben mit Punkten oder mit irgendwelchen Dingen, die man im Ingame machen muss, freischalten. Dann haben wir hier noch eine Feldtafel und das kann man hier dann auch noch auswählen. Hinter dem Hintergrund von eurem PSN-Namen und eurem Rang. Sieht auch sehr cool aus, finde ich. Und eben bei der Lebensanzeige kann man jetzt auch noch ein Design als Hintergrund machen. Mit verschiedenen Designs, die man auch freischalten kann. Als nächstes gehen wir in die Charakteranpassung und wählen einfach mal einen Charakter aus. Und dort finden wir verschiedene Optionen, wo man seinen Charakter in verschiedenen Sachen anpassen kann. Und das beginnt hier mit dem Kopf, beziehungsweise mit Kopfaccessoires. Hier, ihr seht schon, mit verschiedenen Hüten. Dann haben wir hier die Haare, mit denen man hier auch noch die Farbe auswählen kann. Ich zeige es euch hier jetzt kurz. Und zwar kann man hier die Farbe auswählen, indem man einfach Dreieck drückt. Und wenn man nochmal Dreieck drückt, das wissen viele nicht, kann man hier nochmal eine Farbpalette auswählen. Ist auch sehr cool. Also man kann verschiedene Farben, eigentlich alle Farben auswählen, die man haben will. Hier verschiedene Grünfarben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall richtig cool. Dann kann man hier auch noch andere Köpfe auswählen, Gesichtsmasken und so weiter. Dann haben wir hier auch noch verschiedene Haarstil, Haargummis für Frauen und irgendwelches Zeug, was man hier noch als Accessoire auf den Kopf machen kann. Dann haben wir hier noch Brillen und hier noch Bärte, auch noch für verschiedene Charakter. Kommt drauf an, was für ein Charakter ist. Ist natürlich bei Frauen, gibt es hier keinen Bart, sondern irgendwas anderes. Dann haben wir hier noch Gesichtsbemalung, ist auch sehr cool. Dann haben wir hier noch verschiedene Jacken bzw. T-Shirts oder Oberteile, die man den Charakter auswählen kann und anpassen kann. Hosen. Dann haben wir hier kommen wir zu noch später, Marutoxi erzählt euch noch später, was man mit diesen Accessoires noch alles Cooles anstellen kann. Und hier haben wir noch den Treffereffekt, haben wahrscheinlich auch schon viele von euch gesehen und selber ausgestattet. Verschiedene Treffereffekte, die man auch freischalten kann aus Kisten. Dann auch noch mit verschiedenen Auras, sehen auch sehr cool aus. Und hier kann man auch noch seinen Charakter bräunen, wissen auch nicht viele, ist auch ein bisschen versteckt hier. Und eben mit dem magischen Spiegel, dass wenn man K.O. geschlagen wird, der Gegner sich nicht bewegen kann. Und hier haben wir auch noch was richtig Cooles. Und zwar kann man hier bei seinem Charakterfeld verschiedene Tafeln anwenden, die dann am Anfang, also wenn der Typ sagt, get ready to the next battle, dann kommt das Bild eben. Und dann kann man hier das Bild anpassen, was für ein Bild kommen soll. Und jeder Charakter hat dort geile Cartoons und so weiter. Und auf jeden Fall war es das von den Charakteranpassungen her, was man alles einstellen kann. Wenn ihr dann mit der Anpassung fertig seid, könnt ihr einfach R3 drücken und dort ein Foto machen und das wird euch dann bei der Charakterauswahl angezeigt, wenn ihr Viereck drückt. Und hier kann man eben, was viele Leute nicht wissen, bei der Sequenz, wenn man Dreieck drückt, eine Sequenz auswählen und während der Sequenz ein Bild machen. Und finde ich auf jeden Fall sehr cool und man kann hier auch noch den Hintergrund ändern in einer bestimmten Farbe. Man sieht hier, der Hintergrund ändert sich ganze Zeit. Man kann während einer bestimmten Farbe eben dann ein Bild knipsen von seinem Charakter. Und das war's auf jeden Fall zur Anpassung. Jetzt kommt Marutoxi und erklärt euch, was man alles Cooles mit den Accessoires anstellen kann. Jo, meine Freunde, der StarQuest hat jetzt genug Allgemeines zu den Gegenständen oder zu den Anpassungsfähigkeiten gesagt. Ich gehe jetzt eben hier auf die Accessoires genauer ein, beziehungsweise auf die Waffen. Denn ihr seht hier schon, einige haben oben rechts einen Befehl für den Gegenstand. Bei der Taste oder bei diesen Sachen sind es hier, ist eben die Pfeiltaste nach oben, Viereck und Kreis, denn diese Gegenstände oder diese Accessoires sehen nicht nur gut aus, sondern ihr könnt sie auch im Kampf benutzen. Das werde ich euch auch gleich zeigen, aber Freunde, ihr seht hier oben rechts, wie man das ausführt. Bei den Waffen Pfeiltaste nach oben, Viereck und Kreis gleichzeitig. Bei den Schwertern, bei den Baseballschlägern, aber auch bei den Pistolen. Bei der Pistole seht ihr, dass ihr das öfters hintereinander aktivieren könnt. Werde ich euch auch gleich zeigen. Und bei den Accessoires unten, wie zum Beispiel dem Katana-Schwert oder diesem Fisch, da benutzt ihr eben die Pfeiltaste nach oben und X und Dreieck. Aber dazu gleich mehr. So, Freunde, ich bin jetzt hier im Trainingsmodus und ihr könnt sehen, ich habe den Katsuya genommen, den ich vorher angepasst hatte mit der Pistole und dem Katana. Und ihr seht hier auch, dass mein Gegner, also der Computer, alles abwehrt. Das heißt, jeden Schlag hier, egal ob High, Low oder Mittel, tut er eben blocken. Und ich wollte euch kurz nochmal die Sachen demonstrieren. Also die Pistole führt ihr aus mit Pfeiltaste nach oben und vier Kreis.
In dem Fall habe ich das auf L1 gelegt, deshalb aktiviert sich das dann bei mir dementsprechend leichter. Und ihr seht auch schon, Freunde, die Schüsse kann man mehrmals abfeuern, indem man das einfach drückt. Und das Gute ist, Freunde, dass man sich da nicht schützen kann. Ihr seht, es geht durch seinen Schutz durch. Genau das gleiche auch mit dem Katana. Das heißt, wenn ich das eben einfach aktiviere mit der Pfeiltaste nach oben, Dreieck und X, seht ihr, Freunde, dass er sich da nicht schützen kann. Und das ist ziemlich praktisch, Freunde. Ich weiß, es dauert ein bisschen länger, das auszuführen, und ist im Online-Modus manchmal schwierig. Vor allem, wenn man gegen gute Gegner spielt, aber gegen Freunde oder sonstige Leute. Ist es doch ziemlich cool zum Trollen, aber auch einfach so, weil man kann, wie gesagt, verschiedene Sachen ausrüsten, die auch ziemlich lustig sind, zum Beispiel mit einer Pizza oder mit einer Fleischkeule oder weiß was ich, kann man den Gegner dann schlagen und es, wie gesagt, er kann sich da nicht schützen. Ja, Freunde, ist, denke ich, eine ziemlich coole Info an die Leute, die das bisher noch nicht wussten. Zu guter Letzt haben wir noch eine ziemlich interessante Info, und zwar ist es möglich, dass ihr alle Anpassungsfähigkeiten freischaltet, und zwar indem ihr einfach in Tekken 7 2000 gesamte Kämpfe errungen habt, wo ihr nachschauen könnt, wie viele ihr schon bereit habt. Müsst ihr einfach im Hauptmenü auf die Spielerinfo gehen und dann seht ihr da unten die gesamten Kämpfe. Bei mir sind es jetzt gerade mal 842, aber wenn ihr da 2000 Kämpfe habt, dann wird auf jeden Fall eine Meldung erscheinen und ihr müsstet dann alle Anpassungsmöglichkeiten für die ganzen Charaktere, die regenbogenfarbene Aura, Ki etc., müsstet ihr dann alle freigeschalten bekommen. Und ja, Freunde, zu diesen Kämpfen zählen sowohl Online- als auch Offline-Kämpfe. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt auch einfach nur gegen einen Computer spielen oder gegen euren Bruder, Schwester, weiß was ich, Freunde. Aber wie gesagt, Online-Kämpfe zählen natürlich auch dazu und irgendwann wird man bestimmt die 2000 haben. Denke ich, dass es eine ziemlich interessante Info ist. Ansonsten, Freunde, war es das dann eben auch schon von diesem Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da oder schreibt gerne Themenvorschläge in die Kommentare. Das war's von uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.